Tu się urodziłem, w Greifswaldzie, w domu, który stał przy ulicy... Ich bin hier geboren, in Greifswald, in dem Haus in der Langenstraße Nummer 36. Natürlich gibt es das Haus nicht mehr. Ich war der älteste Sohn des Landvermessers Heinrich Christian August Quistorp und Johanna Sophie Margarete Hecht. Mein Pate war der Universitätsprofessor, Zeichenlehrer und Architekt Johann Gottfried Quistorp. Meine Großeltern und meine Eltern waren tiefgläubig. Der Glaube lehrte mich, wie ich leben soll und wie ich meine Mitmenschen zu behandeln habe. Gott zeigte mir den Weg, den ich mit Armen, Hilflosen und Verwirrten zurückgelegt habe. Als ich mir die Frage gestellt habe, ob es in Ordnung ist, wenn meine Familie und ich sorglos im Wohlstand leben würden, habe ich die Antwort dank meines Glaubens herausgefunden. Ich fühle mich verpflichtet, das verdiente Geld auch mit anderen zu teilen, weil nicht das Geld mich im Besitz hat, sondern ich darüber verfüge. Mit 6 Jahren bin ich mit meinen Eltern nach Wolgast gezogen. Damals konnte ich nicht ahnen, dass ich in Zukunft als reicher Unternehmer und Philanthrop bezeichnet werde. W 1837 roku 1837 hat in der St. Petri Kirche Johannes Quistorps Konfirmation stattgefunden. Dabei soll darauf hingewiesen werden, dass von Johannes Quistorps Ur-Ur-Urgroßvater Johann Nikolaus die Konfirmation in der protestantischen Kirche eingeführt wurde. Viele Mitglieder der Familie Quistorp waren in Deutschland und in Pommern sehr bekannt und anerkannt. Wie zum Beispiel Joachim Quistorp, der erste bekannte Quistorp, geboren 1556 in Niendorf. Er war der Vater von Johann dem Älteren, einem der bekanntesten Historiker. Er war Pastor in der Marienkirche in Rostock. 11 Amtszeiten lang war er Rektor, wobei sich eine Amtszeit des Rektors damals auf 1 Jahr belief. In Rostock hat er ein Schutzsystem für Witwen- und Waisenkinder entworfen und umgesetzt. Sein Sohn Johann der Jüngere war 4-mal Universitätsrektor und Pastor in der St. Jakob-Pfarrei. Er hat daran gearbeitet, dieses Schutzsystem auf ganz Deutschland auszudehnen. Ihm ist auch zu verdanken, dass allen Bürgern die Universitätsbibliotheken zugänglich wurden. W roku 1873 Szczecin utracił status twierdzy. Ta decyzja władz pruskich 1872 hatte Stettin den Status einer Festungsstadt verloren. Diese Entscheidung der preußischen Behörden ermöglichte es der Stadt, sich nach außen zu entwickeln. Vorher war Stettin durch eine Festungsmauer begrenzt. Das Stadtgebiet war nicht viel anders als die im 13. Jahrhundert festgelegte Fläche. Bis etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts erstreckte sich die Stadt zwischen der heutigen Aleja Niepodległości, Platz Żołnierza und Ulica Dworcowa. Erst in den 1840er und 1850er Jahren wurde mit dem Bau eines neuen Viertels Neustadt, Nowe Miasto, begonnen. Heute ist es das Gebiet entlang der Straßen Podulicka und Niepodległości. Die Grundlage für die Raumentwicklung der Stadt war jedoch die Auflösung der Festung Wilhelm. Die Stadt war doch die Hauptstadt der Provinz Pommern und hat die Rolle des größten Wirtschafts- und Industriezentrums Pommerns angestrebt. Tak, wybrałem to miasto. Ja, ich habe diese Stadt gewählt.
Warum wohl? Weil ein großes Potenzial in ihr steckte. Damals wurde das noch nicht erkannt, aber ich habe es bereits gespürt. Das Stettiner Mietshaus in der Lindenstraße ist mir besonders wichtig. Hier habe ich gelebt und große Pläne geschmiedet. Hierher bin ich mit meiner Frau Wilhelmine Minna gezogen und habe eine Familie gegründet. Zuerst war ich ein bescheidener Kaufmann, obwohl meine Mecklenburger Ahnen berühmt und anerkannt waren. Darunter gab es Apotheker, Lehrer, hohe Staatsbeamte und Pastoren. Sie sind aber in Rostock, Greifswald und Wolgast geblieben. Und ich war jung und ehrgeizig und wollte beweisen, dass ich es selbst weit bringen kann. Ich beschäftigte mich mit Handel, ließ eine Ziegelbrennerei und ein Zementwerk bauen. Nach ein paar Jahren, in denen ich schwer gearbeitet hatte, erzielte ich die ersten Profite. Das Geld habe ich sinnvoll investiert und dadurch vervielfacht. Nachdem ich die Gesellschaft Westend gegründet und die Grundstücke ersteigert hatte, konnte endlich mein erstes eigenes Haus gebaut werden. Das Haus habe ich mit meiner schon großen Familie bezogen. Wir waren stolze Eltern von 3 Töchtern und 2 Söhnen. Wir befinden uns hier auf dem Gebiet des ehemaligen Zementwerkes in Lebbin, das 1855 von Johannes Quistorp erbaut wurde. Damals war es das größte Zementwerk Deutschlands und das zweitgrößte in Europa. In dem Zementwerk fanden 800 Menschen Arbeit. Der Unternehmer hat Schritt für Schritt das Werk entwickelt und neue Technologien angewendet. Hier wurde Portlandzement hergestellt. Das Material war von höchster Qualität. Der Zement wurde beim Bau von Festungen, Straßen, Brücken und bei anderen Infrastrukturobjekten verwendet. Portlandzement erfreut sich großer Nachfrage, sowohl im Inland als auch im Ausland. In den Gebäuden des Zementwerks gab es auch andere Werkstätten, wie Schweißereien und Schlossereien. Hier arbeiteten Sattler, Böttcher, Elektriker und Klempner. Daneben befanden sich hier auch eine Reparaturwerkstatt und eine kleine Reparaturwerft. Man reparierte hier kleinere und größere Boote. Die Fabrik verfügte über 20 Schiffe und Barken, Zillen, eine Art von kleinen Frachtschiffen. Damit wurde Zement, Holz und andere Materialien verschifft. Der Unternehmer sorgte nicht nur für die Firma, sondern auch für deren Mitarbeiter. Für sie errichtete man eine Bibliothek, einen Hort und ein Witwen- und Waisenhaus. Johannes Quistorp ließ in Lebbin und Wapnica 150 Wohnungen für seine Angestellten bauen. Er errichtete das erste Kaufhaus, in dem die Mitarbeiter günstiger einkaufen konnten. Quistorp hat auch die erste Krankenkasse und Sparkasse gegründet, außerdem eine Schule, wo die zukünftigen Mitarbeiter ausgebildet wurden. Was davon erhalten geblieben ist, zeigt, wie die Einrichtungen und Pläne beinahe perfekt aufeinander abgestimmt waren. Von Johannes Quistorp wurde auch eine Grundschule eröffnet. Das Zementwerk beeinflusste stark das Leben auf diesem Gebiet. Dank dem Unternehmen hat sich auch alles andere schnell entwickelt. Die Gebäude waren ansehnlich und schossen wie Pilze aus der Erde. Noch heute sind prachtvolle Häuser in Lebbin und Wapnica zu sehen. Mit dem Bau dieser Häuser hat das Unternehmen zur Entwicklung des Gebietes beigetragen. Man kann sagen, dass Johannes Quistorp die Insel Wollin stark geprägt hat.
Am 6. Juli 1871 habe ich zusammen mit meinen Geschäftspartnern die Gesellschaft Westend gegründet. Vier Tage später haben wir der Witwe Julia Moses das Gut Friedrichshof abgekauft. Wir sind ein Risiko eingegangen, die Flächen unweit der Stettiner Festung zu ersteigern. Das hat sich aber gelohnt. Zwei Jahre später hat Kaiser Wilhelm I. über die Auflösung der Festung entschieden. So konnten wir mit dem Bau der Villen anfangen. Das Gebiet, heute entlang der Aleja Wojska Polskiego, haben wir Westend genannt, so wie unsere Firma. Wir haben die besten Stettiner Architekten angestellt und wir haben dann Grundstücke verkauft. Gleichzeitig haben wir darauf geachtet, dass die Häuser in unserem Viertel repräsentativ und von prachtvollen Gärten umgeben waren. Die Häuser wurden gern und von den wohlhabenden und angesehenen Bürgern unserer Stadt gekauft. Darunter waren Kaufleute, Unternehmer und Politiker. Als Johannes Quistorp das Gelände westlich von Stettin an der Straße Richtung Pszczynawald erstanden und mit dem Bau des Wohnviertels angefangen hat, war gerade die Neorenaissance der dominierende Baustil in der Architektur. In diesem Stil hat man schon früher ein bürgerliches Haus im Viertel Neue Welt, Nowy Świat, erbaut. Dort hatten zuerst wohlhabende Kaufleute gewohnt, die später nach Westend umsiedelten. Der elegante, etwas schlichte Renaissance-Stil war ein Bestandteil Johannes Quistorps Seelenwelt. Aus diesem Grund hat er seinen Wohnsitz im neuen Viertel in eben diesem Stil erbauen lassen. Das Gebäude knüpft an eine italienische Villa in der Toskana an. Viele haben in Westend Grundstücke gekauft und ließen dort ihre Häuser bauen. Der Lieblingsarchitekt von Johannes Quistorp war Decker, der ein paar Häuser in dem Viertel entworfen hat. Nicht alle Häuser sind der Villa von Quistorp ähnlich, wie zum Beispiel die Villa in der Straße Wielkopolska. Eine Neogotik-Villa in der Straße Wojska Polskiego hat die Form eines gotischen Schlösschens mit Turm und Zinnen. In den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts suchten die Architekten nach neuen Anregungen und Inspirationen. Diesmal wurden sie vom Barock inspiriert. In diesem Stil wurde die Villa von Stöver entworfen. Charakteristisch für das Gebäude ist eine kompakte Blockform und das Mansarddach. Es gibt auch eine andere Villa. Sie ist ein exzellentes Beispiel für diesen Stil. Das Haus gehörte dem Unternehmer Lenz und hat in der letzten Zeit seine Schönheit zurückbekommen. Es ist ein massives Gebäude mit plastischen Verzierungen, Säulen, Simsen und einem Mansarddach. Eine andere Stilrichtung war die Nordrenaissance. In diesem Stil hat Martin Quistorp seinen Wohnsitz am Rande von Westend erbauen lassen. Heute die Straße Wojska Polskiego. Am Jakub-Wujek-Platz gibt es Gebäude ohne historische Details. Den Stil der Häuser kann man als märchenhaft bezeichnen. Diese Häuser erinnern an Märchenschlösser. Ein Gebäude in der Baluckiego-Straße ist eher im Jugendstil mit vielen Türmchen errichtet. Das andere Gebäude in der Ecke von der Solzkiego-Straße kann man rustikal nennen, weil hier Fachwerk angewendet wurde, sehr dekorativ mit fließender Linie. Diese Märchenarchitektur wurde von der nächsten Tendenz verdrängt. Jetzt waren Schlichtheit und die Schönheit des Materials von Bedeutung. Weniger wichtig war dagegen seine dekorative Rolle. A nie na jego ozdobność.
Westend był miejscem reprezentacji. Bogaci. Westend war ein Ort der Repräsentanz. Reiche Unternehmer, Reeder und Kaufleute wollten ihre gesellschaftliche Position betonen, indem sie im neuen Viertel riesige Villen als Beweis ihrer Bedeutung in der Gesellschaft bauen ließen. Das neue Westend ist dagegen komplett anders. Der Luxus des Viertels basiert auf technischen Errungenschaften wie Wasserleitungen und Strom. Im alten Westend benutzte man Öl- und Gaslampen als Beleuchtung. Die Leute fuhren mit Kutschen. Die technischen Erfindungen kamen später, am Anfang des 20. Jahrhunderts. Das alles beweist deutlich, wie die Ideen eines einzelnen Menschen die Realität beeinflussen und gestalten können. So ein Mensch war Johannes Quistorp. Człowiek wielu talentów, nie tylko wielki dzisiaj powiedzielibyśmy biznesmen, kreator życia. Das war ein Mensch mit vielen Talenten, nicht nur Geschäftsmann, sondern auch ein Schöpfer des gesellschaftlichen Lebens und der Politik in Stettin. Er war auch sehr auf die anderen Menschen fokussiert. Sein Interesse galt nicht nur der Stadt selbst, sondern auch deren Einwohnern. Von Anfang an setzte er sich für gesellschaftliche und Wohlständigkeitsprojekte ein. Das lag offensichtlich im evangelischen Ethos dieses Christen. Er fühlte sich verpflichtet, eigene Erfolge zu teilen. W działalności Quistorpa bardzo ważne jest właśnie to skierowanie ku najuboższym. Der Mensch stand immer im Mittelpunkt seiner Tätigkeit. Vor allem die Armen, die Jugend, aber auch die Leute, die von der Gesellschaft verstoßen wurden. Sein Lebenswerk neben dem Zementwerk und Westend war auch das Diakonissen- und Krankenhaus Bethanien. Das war ihm besonders wichtig, denn in seinem Testament verfügte er sogar, seine sterblichen Überreste dort zu begraben. Er stiftete Schulen und Sozialanstalten. Erwähnenswert ist hier der Ernestinenhof, eine Schule für Mädchen aus armen Familien. Sie konnten dort einen Beruf erlernen. Er hat auch den Friedenshof, ein Lehrerinnenseminar, gegründet. Johannes Quistorp war auch der Gründer des Kaiser-Wilhelm-Gymnasiums. Das Grundstück wurde nach seinem Tode der Stadt übereignet. Każdy ciężko pracujący człowiek ma prawo również się bogacić, ale jeśli w sercu ma taką prawdziwą miłość do drugiego. Jeder Mensch, der schwer arbeitet, hat Recht auf Wohlstand. Sollte er aber wahre Menschenliebe im Herzen haben, dann möchte er sein Vermögen mit anderen teilen. Das zeigt sehr deutlich die Einstellung von Johannes Quistorp. Besonders als er für Bethanien das gesamte Gelände, heute die Wawrzyniaka-Straße, stiftete. Johannes Quistorp sorgte auch für seine Mitarbeiter. Für ihn waren sie nicht nur Teil seines Unternehmens und er behandelte sie mit großem Respekt. Ich bin überzeugt, dass eine solch menschliche Einstellung ein Muster dafür ist, wie man Edelmut, Unternehmergeist und Religiosität harmonisch miteinander verbinden kann.1945, als die Front Stettin erreicht hat, die russischen Soldaten in die Stadt drangen, haben unsere Diakonissen sich entschieden, schweren Herzens ihre Heimstätte
das Mutterhaus in Bethanien-Stettin zu verlassen. Ein Großteil ist hier zu uns geflohen. Das lag sehr, sehr nahe, weil wir historisch verbunden sind. Der Bruder von Johannes Christorp ist hier Pastor in Duchow gewesen und hat hier unsere Einrichtung gegründet. Zwischen beiden bestand eine Verbindung, die dann über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte auch gehalten und getragen hat. Die Diakonissen, die zu uns kamen, hatten zunächst die Absicht, zurückzukehren. Das haben einige auch getan und sind dann in Stettin ums Leben gekommen. Solange Diakonissen hier bei uns gelebt haben, haben sie den Dienst, den sie in Stettin getan haben, und die Arbeitsfelder hier bei uns waren Arbeit mit Kindern, später dann mit alt gewordenen Menschen. Wir stehen hier mitten im historischen Schiffsgebäude, hier im evangelischen Diakoniewerk Bethanien-Dochorow. Als Einrichtung sind wir sehr eng verbunden mit Bethanien-Stettin. Wir sind im rechtlichen Sinne Rechtsnachfolger. Mitgebracht habe ich Ihnen von den Prinzipalstücken, den bedeutendsten Stücken der Kirche von Stettin, hier die Taufschale mit einem Bibelwort aus Markus 10. Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Die dazugehörige Taufkanne mit dem Wasser, was eingegossen wurde. Bedeutsam ist auch die Urkunde. Wir haben eine Originalausfertigung der Schenkungsurkunde von Bethanien-Stettin, der Schenkung, die Johannes Christorp an die Diakonissenschaften getan hat. Im hinteren Teil finden Sie auch ein Statut, also eine Festlegung im Blick auf die Arbeit, die gemacht werden soll. Sie sehen auch in der Zusammenstellung, dass beides eben eng verbunden wurde, dass die Vorgabe, welche Art von Arbeit die Diakonissen tun sollen, eben auch in Absprache mit von Christorp geschehen ist. Hier befanden sich früher meine Obstgärten. 1869 habe ich das Gelände umgestaltet und den Einwohnern zur Verfügung gestellt. Ich habe es Ernst Moritz Arndthügel genannt, der ein bekannter Schriftsteller und Dichter war. Er war auch Universitätsprofessor in Greifswald und Bonn. Bis heute gibt es in Bonn ein Denkmal von ihm, ähnlich wie dieses, das früher an dieser Stelle stand. Dann haben wir zusammen mit meinem Sohn Martin ein weiteres Gebiet bewirtschaftet. Eine herrliche öffentliche Parkanlage, die für die Einwohner meiner geliebten Stadt entstanden ist. Ich habe meinen Sohn gebeten, weiter daran zu arbeiten und Erholungsplätze für die Bürger zu schaffen. Meine Bitte hat er erfüllt, indem er 1908 den Park der Stadt Stettin geschenkt hat. Es gab da Restaurants, einen Bootsverleih, Spazierwege, Aussichtsterrassen, Bänke, Denkmäler und Blumenbeete. Musik
Historische Anlagen, Terrain wielkości około 30 Hektarów, wyceniany wówczas na 116.400 Mark, został przekazany gminie Szczecin. Die Quistorpschen Anlagen, ein 30 Hektar großes Gelände, damals 116.000 Mark wert, wurde der Gemeinde Stettin mit der Auflage übergeben, dass der Park der Erholung dienen solle und den Namen von Quistorp trägt. Der Stifter hat sich das Eigentumsrecht bis zum 2. Januar 1925 vorbehalten. Vor der Übergabe ließ Martin Quistorp das gesamte Gelände gründlich umbauen. Man errichtete neue Bänke, Spazierwege, eine Schlittenbahn, kleine Brücken, Restaurants und ein Alpinarium, in dem es exotische Pflanzen gab. Der Park wurde in Form eines englischen Gartens gestaltet. So ein vollendeter Park wurde der Stadt übergeben. Martin hat der Stadt auch eine Fläche verkauft, um dort den Sitz der pommerschen Provinzregierung zu bauen. Heute ist es das Rathaus. Dazu kam von Martin zusätzlich das Gelände, heute Jasne Błonia genannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man die gesamte Anlage in den Namen Park Kasprowicza umbenannt. Niegdyś okazała wieża Quistorpa, znajdująca się w lesie arkońskim, ówczesnym Eckerbergewald, powstała przeszło 120 lat temu. Wybudowana została w latach 1990. Vor 120 Jahren hat man im Arkoner Wald den Quistorpturm erbaut. Der Turm wurde am 14. Mai 1904 offiziell eröffnet. Den Turm hat der preußische Baurat Franz Schwechten entworfen und gestiftet wurde der Turm von Martin Quistorp, der den Turm seinem Vater Johannes Quistorp widmete. Der Gedenkturm war gleichzeitig Aussichtspunkt. Von oben konnte man sich das Panorama von Stettin und dessen Umgebung ansehen. Za wystrój rzeźbiarski wieży odpowiedzialne były dwie ważne postacie. Zwei wichtige Persönlichkeiten waren für die bildhauerische Verzierung zuständig. Unter anderem Professor Ludwig Mansel, der aus Sandstein zwei Skulpturen als Sinnbild von Wirtschaft und Handel geschaffen hat, und die Büste von Quistorp, die sich im Gedenksaal befand. W miejscu, w którym się znajdujemy, a więc w sali pamięci, znajdowały się witraże i popiersie Quistorpa. Der Saal beinhaltete die Büste und Glasfenster. Hier stand die Büste und von beiden Seiten gab es Glasfenster. Die Glasfenster zeigten das gesamte Lebenswerk Quistorps, seinen Fleiß und Unternehmergeist. Die Zementwerke und seine Wohltätigkeiten, die Diakonie Bethanien. Außen, seitlich, gab es halbrunde Basteien, die nach oben führten. 1914 wurde der Turm durch Blitzeinschlag teilweise zerstört. Die Schäden wurden schnell behoben. Am 25. April 1945 geht die Geschichte des Turmes zu Ende, als die Deutschen ihn sprengten. Stettiner Zeitung, Środa, 10. Mai. Stettiner Zeitung, der 10. Mai 1899, Nummer 135.
Gestern verstarb mit 77 Jahren Johannes Quistorp, einer der bedeutendsten Bürger unserer Stadt. Er war Gründer zahlreicher Projekte in Westend. Dafür wurde sein Name in der Stadtgeschichte verewigt. Sein Tod trifft zahlreiche Wohltätigkeitsorganisationen, von denen viele dank ihm entstanden sind und die er sein Leben lang großzügig unterstützte. Ich habe Kreidegruben, Ziegelbrennereien, Zementwerke, Arbeitersiedlungen und ganze Viertel von stattlichen Villen bauen lassen. Ich habe Plätze gestiftet, wo Schulen gebaut wurden. Ich habe selbst Schulen und Horte gegründet und die Diakonie Bethanien. Ich beteiligte mich am Kulturleben der Stadt, organisierte Konzerte. Ich habe der Stadt die erste öffentliche Parkanlage geschenkt. Warum? Ich habe die Stadt einfach geliebt. Als Verein Denkmal Pommern haben wir 2020 nach dem Grab von Johannes Quistorp gesucht. Der Durchbruch war der Monat Juli, als wir das Grab von der ersten Frau Johannes Quistorps gefunden haben. Das bestätigte den Standort, den wir früher vermutet hatten. Wir verfügten über alte Fotos, die für unsere Nachforschungen Grundlage waren. Nach den alten Plänen haben wir einen konkreten Standort lokalisiert. Im Oktober 2020 wurden die Untersuchungen mit dem Georadar fortgesetzt. Diese haben eindeutig gezeigt, wo sich das Grab mit seinen sterblichen Überresten befindet. Da konnten wir 100% sicher sein, die Begräbnisstätte von Johannes Quistorp gefunden zu haben. Ich hatte eine wundervolle Ehefrau, meine geliebte Mina. Sie hat mich inspiriert und mir viele Anregungen gegeben. Dank Mina wurde ich zum besseren Menschen. Gemeinsam haben wir uns für Arme und Hilflose eingesetzt. Wir haben 5 Kinder bekommen. Die haben wir gemeinsam großgezogen und ihnen beigebracht, wie sie leben sollen. Unser Leben war gut und glücklich, obwohl uns die Schicksalsschläge nicht erspart blieben. Einer von meinen Söhnen ist tragisch ums Leben gekommen und eine Tochter ist viel zu früh von uns gegangen. Zum Glück sind Martin und Luise mit mir in Stettin geblieben. Meine Firma habe ich Martin übergeben und bin fest überzeugt, dass er sie in meinem Namen gut weiterführt. Luise hat einen guten Mann geheiratet. Ich habe wundervolle Enkelkinder. Ich habe von ihnen Abschied genommen, ohne für ihre Zukunft sorgen zu müssen. Ich hoffe, dass sie in meiner geliebten Stadt bleiben. In der Stadt, die ich vor Jahren gewählt habe und die ich neu gestaltet habe. Gelesen von Alexander Kühl.